Willkommen zurück zu Let's Play Rayman Legends. Jawohl, weiter geht's. Und wir machen zu Beginn der Folge. Ja. Es fehlen drei Kleinlinge in dieser Welt. Ja, es sind genau die drei. Alles klar, okay. Das ist eins, das ist zwei und das sind drei. Gut. Das heißt, die drei brauchen wir, damit wir 100% in der Welt haben. Ich würde sagen, machen wir ein Level fest, also nur das war dafür, dass das auch viele. Ein Speed-Level. Und nein, bitte K1 ohne ihn. So, faule Früchtchen heimgesucht. Fangen wir doch, das machen wir das so als erstes. Dann machen wir später gleich mit Origin-Level weiter, aber ich probiere jetzt eigentlich ein Speedrun-Level hier mal. Wir nehmen jetzt auch mal den Bogen drüber. Eins nicht bewegt, können wir schon mal gar nicht. Gut, also da muss man auf jeden Fall schlagen. Das testet sie ab und zu mal ein paar andere Sachen aus. Weiß auch, ob man sieht, dass ich umsonst sprengen und so Zeug und es einfach unten sprengen einfach ist. Da war ich zu früh mit dem Schlagen. Gut. Und da ist das Ziel dann. Mal gucken, ob ich das auch besser hinbekomme, ey. Jetzt gleich nochmal neu starten. Habe ich eigentlich nichts gedrückt, aber okay. Gut, kriege ich nicht besser hin. Vielleicht machst du es eher offscreen. Weil ich glaube, das ist für euch ein bisschen nervig. Vielleicht. So, probieren wir ihn auch gleich auch mal. Bevor ich da jetzt noch versuche, ein paar Sekunden gut zu machen und euch damit langweil, alles klar, da hätte ich schon Sprung machen müssen. Bin leider nicht eingeholt, okay. Was soll ich denn da machen?
Also, das Level ist absoluter Schiss. Es gibt zwei Genres, wo ich ab und zu mal ausfällig werde, Leute, sorry. Jump'n'Runs. Ja, wo ist es sonst noch? Ich weiß gar nicht. Ja, du kommst hier nicht weiter. Ich will mal sehen, wie das Level funktionieren soll. Da muss ich mir den Playthrough mal angucken, weil... Also wenn ich ins Jump, bis ich da oben bin, kriegt der mich meistens. Ich werde jetzt hier nicht ewig mich probieren und immer frustiger werden. Das ist nicht gut für das Play. Mal so, tschüss, weiter. Die sind wenigstens chillig. Und haben wir noch mehr als genug zu tun. So, dicht in das Dickicht. Augen zu und durch ist das nächste. So, na ja, zack. Okay.
Und voll in den Schach rein. Toll. Naja, da machen wir das Kleinling. Das war close. Fast gestorben. Sehr gut, das habe ich gesehen. Was geht denn hier alles ab, ey? War alles sehr verwirrend gerade. Egal. Und nochmal. Okay, das ist teilweise, sehe ich halt gar nicht kommen. Muss da ein bisschen weiter links im Screen bleiben, dann sehe ich nicht, dass da von rechts überhaupt angeschossen kommen. Ja, sau schnell die abschießt, krass. Und auch dieses Level haben wir komplett. Sehr gut. So, im Fluss ist das nächste Level. Gut. Alles klar, sehr fieser Anfang.
Gut, ich muss es da unten checken. Fies gewesen, da hätte ich gewesen wäre, aber ich hätte es hinzugetraut, deswegen wollte ich jetzt auch mal schauen. Ob ich jetzt Popzahl, ist das nicht so schlimm? Ich habe keine Gesamtleben. Ja, nur die Stelle mal neu spielen, macht nichts. Ich muss zurück, ich glaube schon, dass da was passt. Wobei, nee. Sollen wir denn da hochkommen? Doch nicht. Der Track. Das war ein little bit too early. Oder? Ich habe das Level jetzt deswegen wir spielen, dass ich auslösen zu schnell war. Das war nicht mal meine Absicht. Das war einfach, weil ich halt gerade X gedrückt habe. Boah, die Folge ist komplett voller Fails. Sorry dafür, Leute. Das ist halt einfach grad kacke irgendwie. Was gerade? Was da gerade los ist. Jetzt kriege ich nicht mal sowas hier mehr hin. Leider in dem Gebiet, das heißt, ich habe jetzt ganze drei verpasst. Weil so viel Loops.
Gut, wir Sebastian spielt selber ganz kurz offscreen nochmal. Bis gleich. Einen kleinen, den wir vergessen haben, war hier unten im Wasser. Sehr fies auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wo der andere, kleine König ist. Muss ja dann auch nicht hier sein, ne? Ah, alles klar. Gut, habt ihr das nämlich auch noch gesehen, deswegen habe ich das die Folge auch nochmal angemacht. Weil der eine hätte mir sowieso verpasst, deswegen ganz gut, dass ich nochmal gespielt habe. Nur ja, das sollte so passieren. Was soll es? Gut. Sollen wir denn zu dem Blut hochkommen? So, das reicht mir doch gerade so aus, dass ich die Goldmedaille bekomme. Jetzt hat er doch gelangt. Sehr gut. Der Player hat doch was gebracht. Freut mich. So, jetzt machen wir noch das auf. Und nochmal ein ordentliches Level. Sehr gut, das nächste ist Jäger und Sammler. Das ist wohl ein Freak-Level, deswegen gibt es auch nur drei kleine. Kommen, dass es kaputt machbar ist. Thank you.
krass, habe ich gar nicht gesehen. Dass er einen verletzen kann. Mucke. Sehr gut. Ich hab den Timer gar nicht wieder gedrückt. Naja, passt ja. Ich würde sagen, wir machen heute den Boss. Armes kleines Gänseblümchen. Und sieht mir stark nach Boss aus. Und hier gibt's auch noch drei kleine. Ich weiß gar nicht, was du für ein Problem hast, Junge. Ich hab nichts getan. Jetzt aber Damage boosten und das ist ein. Wer ist das mit dem Kleinen gewesen? Ja, das war blöd, dass ich mich da Ground Pounden lassen. Ja, gut. Das konnte man eigentlich nicht wissen. Voll vorahnen, ey.
Sorry, da hätte man kurz einen Invisible Frame einbauen müssen. Dass er eigentlich gleich zerlegt, nachdem er ihn getroffen hat. Okay, eigentlich habe ich aufgehört zu laufen. War gut. Aber ja, da hätte man vielleicht ein bisschen mit Frame anbauen müssen, weil das ist ja möglich, dann sofort abzuhauen, dass man dann gehittet werden kann. Das ist ein bisschen frech. Was ist denn mit der Steuerung auch immer los? Ich renne doch gar nicht weiter. Vorher liegt's nicht. Ah, ich glaube, ich habe noch einen Flachs. Doch an mir. Nicht im Game. Schon sagen, die Boss-Battles in Rayman Legends waren durchaus besser. Das wirkt ja also ein bisschen janky. Also wenn man ihn eingetroffen hat, einen sofort wieder treffen kann, was man eigentlich nochmal ein Boss-Fight ziehen macht. Und spielen. Was soll ich da tun? Warum krieg ich da? Bossfight ist nicht schlecht. Sollte ich so sagen, aber ich finde ihn nicht gut. Der ist so unintuitiv, dass man einfach randomized guessen muss. Sein Hit kann, obwohl er gerade gehittet wurde, muss man sagen. Macht aber ein bisschen janky. Und da folge ich natürlich den Loops und denke, dass es richtig ist. So, dann kann man in den rechts oder links in ihn rein. Also, das spielt keine Rolle. Du kannst echt die Tonne kosten, sorry dafür. Bei jedem Level bist du ja irgendeine Scheiße. Naja, geschafft haben wir ja trotzdem was. Und diese Typen sind noch hinbekommen hier, bin ich ganz zufrieden, dann können wir die Folge gut beenden. Bis zur dritten Phase ist es eigentlich relativ simpel. Thank you.
No. Yeah! Das ist eine Blume. Naja, der Bossfight fand ich jetzt nicht so gut, aber... Naja. Hat Legends schon was besser gemacht, muss man sagen. Die Bossfight Legends waren echt gut. Aber Spaß gemacht. Der jetzt weniger. Aber ja, das sind halt Origins-Level, ne? Weiß nicht, ob der Bossfight in Origins genauso nervig ist. Wir haben die Welt komplett. Kriegen eine Glückssoße. Die machen wir jetzt noch auf. Werden die mit weiteren Origins-Level belohnt. So, die Welt können wir also jetzt auch gut spielen. Und die auch. Gut Leute, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.